und Namaste. Willkommen bei Vatten Yoga und willkommen bei einer neuen Yoga Basics Einheit. Liebe Cornelia, du hast mich auf eine Idee gebracht und auf ein Problem hingewiesen, die viele Yogis gerade am Anfang ihrer Praxis oft begleitet, und das sind Handgelenksschmerzen. Und deswegen schauen wir uns heute genauer an, wie wir unsere Handgelenke vor der Yoga-Praxis aufwärmen können. Wir schauen uns die Handhaltung im Allgemeinen und in den einzelnen Asanas an, welche Alternativen es da für dich gibt. Und dann gibt es noch ein paar extra Tipps rund um deine Handgelenke. Also hopp auf die Matte und los geitert. Und dann beginnen wir im Vierfüßler. Deine Hände sind weit aufgefächert. Deine Handgelenke befinden sich direkt unter deinen Schultern. Und dann pressen besonders die Ansätze deines Daumens, deines Zeigefingers, deines Ringfingers und die Außenkante deiner Hand in die Matte. Zusätzlich die Fingerspitzen so, dass unter deiner Hand ein kleines Luftpolster entsteht. Das ist der erste Schritt, um deine Handgelenke zu entlasten. Und dann zieh deinen Bauchnabel nach innen, ein kleines Stück nach vorn, so, dass deine Bauchmuskulatur aktiviert wird und dein Rücken in eine kleine Rundung kommt. Und dann beginnen wir, unsere Handgelenke zu dehnen und aufzuwärmen, indem du als erstes deine Hände so drehst, dass dein Daumen nach vorn zum Mattenanfang zeigt. Und dann beginnen wir mit ganz kleinen Vor- und Rückwärtsbewegungen. Denke auch hier an dieses kleine Luftpolster unter deiner Handfläche. Und dann gehen wir in eine Rechts-Links-Bewegung. Deine Füße können im Übrigen entweder abgelegt werden, wie bei mir, oder du stellst sie auf. Und dann kommen in kleine Kreise von rechts nach links, ganz achtsam. Dann wechseln wir einmal die Seiten. Wunderbar. Dann dreh deine Hände noch etwas mehr nach außen. Dein Daumen zeigt jetzt auch zur Seite deiner Matte. Und wir wiederholen diese Bewegungen noch einmal. Also kleine Vor- und Rückwärtsbewegungen. Seitwärtsbewegungen von rechts nach links und umgekehrt. Und kleine Kreise. Erst von rechts nach links. Dann von links nach rechts. Wunderbar. Und vielleicht habt ihr es schon erraten. Wir gehen jetzt noch einen Schritt weiter und drehen unsere Fingerspitzen nach hinten. Deine Arme sind gerade ausgestreckt. Halte erstmal hier, damit du dich an diese Bewegung gewöhnst oder an diese Haltung gewöhnst. Schultern weg von den Ohren. Dein Bauchnabel zieht nach innen, ist aktiviert. Dein Rücken leicht rund. Und auch hier kommen wir in kleine Vor- und Rückwärtsbewegungen. Wahrscheinlich fallen sie jetzt etwas kleiner aus.
rechts und links. Und dann auch kleine Kreise, aber ganz achtsam und wirklich kleine Kreise. Wechsel einmal die Richtung. Und stopp. So, jetzt dehnen wir unsere Handgelenke nochmal in die andere Richtung. Da holst du als erstes mal deine Knie ein kleines Stück weiter zu dir, weil das sehr intensiv sein kann. Das heißt, du kommst jetzt auf die Rückseite deiner Hand. Die Fingerspitzen zeigen zu dir. Vielleicht sind deine Arme schon gestreckt oder es zeichnet sich noch ein kleines O ab. Das ist überhaupt kein Problem. Das macht die Übung dann. Halte hier kurz. Auch hier kannst du wieder deine Vor- und Rückwärtsbewegungen machen, aber ganz sanft. Links, rechts. Oder kleine Kreise. Und dann dreh deine Zeigefinger zueinander und dehne hier nochmal deine Handgelenke. Hier fangen wir wieder an zu pendeln. Rechts nach links, vor und zurück, ganz kleine Bewegungen. Kleine Kreise. In die eine Richtung und in die andere Richtung. Und dann bring deinen Po zu deinen Fersen, richte dich auf. Bring die Arme im rechten Winkel vor dich und dann wie eine Winkelkatze winken wir erstmal nach vorn. Du spürst, dass das sehr anstrengend war für unsere Handgelenke. Und dann drehst du einmal die Handflächen zu dir und winkst dir selber zu. Und dann nochmal ganz entspannt, ohne nachzudenken, die Handgelenke ausschütteln. Wunderbar. Jetzt kommen wir noch einmal zu der Handhaltung und dann gibt es auch eine Variation. Also, ich zeige es euch nochmal an meiner Hand. Du presst mit der Wurzel des Daumens, des Zeigefingers, des kleinen Fingers und mit der Außenseite deiner Hand fest in die Matte. Danach stellst du deine Fingerspitzen auf. Auch die pressen ziemlich kräftig in die Matte. Und dann ziehst du die Finger gleichzeitig zueinander, dass hier so ein kleines, eine kleine Höhle entsteht quasi und ein Luftpolster in deiner Hand. Das ist deine Handhaltung. Damit entlastest du schon mal enorm deine Handgelenke. Also, wir probieren es nochmal gemeinsam auf der Matte. Presse die Wurzel deines Daumens in die Matte, deines Zeigefingers, deines Ringfingers und die Außenkante. Dann stellst du deine Fingerspitzen leicht auf. Du siehst das, wenn es richtig ist, dass die Nägel etwas weiß werden am Ansatz. Presst in die Matte und ziehen zueinander und du merkst, wie da ein kleines Luftpolster unter deiner Hand entsteht. Und wir können jetzt einmal die Füße aufstellen und uns einmal in den herabschauenden Hund begeben. Und vielleicht merkst du schon einen Unterschied durch das Aufwärmen und die richtige Handhaltung.
senke wieder ab. Eine weitere Möglichkeit, die aber auch ein bisschen Training bedarf, ist, nur die Fingerspitzen aufzustellen. Also du presst die Finger fest in die Matte, deine Nägel verfärben sich wieder leicht weiß. Rudi, sehr schöner herabschauender Hund, wunderbar. Und dann schiebst du dich von hier aus in den herabschauenden Hund. Wichtig ist, dass die Finger alle gerade sind und nicht nach oben durchgeknickt. Wie gesagt, das ist erstmal gewöhnungsbedürftig, aber das entlastet deine Handgelenke immens. Man kann ja auch zwischendurch immer wechseln. Und jetzt zeige ich euch noch ein paar Varianten, wenn ihr wirklich mal Tage habt, wo das überhaupt nicht funktioniert mit den Handgelenken. Dann könnt ihr natürlich so ein bisschen Ruhe reinkommen lassen. Fangen wir mal an mit dem herabschauenden Hund. Dann kannst du natürlich auch alternativ auf die Unterarme kommen und in den Delfin. Das ist auch eine Möglichkeit. Genauso in der Planke, im Liegestütz, hast du immer die Möglichkeit, auf die Unterarme zu gehen und hier zu bleiben und deine Handgelenke zu entlasten. Weiter geht's mit der Kobra. Eigentlich ist in den Händen, während du die Kobra hältst, kaum Gewicht. Du presst mit deinen Füßen fest in die Matte, aktivierst deine Körpermitte, deine Bauchmuskulatur, atmest ein und kommst nach oben. Du kannst die Hände auch von der Matte lösen. Und dann haben wir zum Beispiel noch Standhaltungen, wie das Dreieck. Wenn du hier deine Hand nach unten schiebst, dann verlagere nicht dein ganzes Gewicht in dein Handgelenk oder wenn du deine Hand auf die Matte bringst, sondern aktiviere deine Bauchmuskulatur. Komm ganz entspannt nach unten, stell die Fingerspitzen nur auf, bring den Arm nach oben oder nach vorn. Aktiviere deine Körpermitte und entlaste so deine Hände. Und jetzt noch ein paar extra Tipps für deine Handgelenke. Als erstes ist es super, wenn du deine Einheit beendet hast, deine Handgelenke etwas zu massieren, dass sie sich wieder entspannen und somit schneller regenerieren. Deine Hände kannst du auch mitnehmen. Deine Finger, deinen Daumen, deine Handgelenke, vielleicht auch nochmal lockern danach. Das ist Tipp 1. Tipp 2. Suche dir für deine Yoga-Einheit einen festen Untergrund. Denn wenn du jetzt auf einem Teppichboden oder zum Beispiel im Garten auf der Wiese trainierst, sinken deine Hände noch mehr ein und brauchen noch mehr Kraft in den Handgelenken, um die Asanas stabil zu halten. Tipp 3 wäre, deine Körpermitte zu stärken, dass du verschiedene Asanas auch ohne Hilfe deiner Hände oder großer Kraftaufwendung deiner Hände halten kannst. Und Tipp 4 ist eine kleine Stärkung, eine kleine Übung für deine Handgelenke, ganz sanft, die du immer zwischendurch machen kannst. Und zwar bringst du die Hände im Anjali Mudra zusammen, presst die Handflächen zusammen und jetzt veränderst du deinen Druck nicht, während du deine Hände nach oben schiebst und wieder nach unten ziehst. Und diese kleine Übung ist sehr effektiv, um deine Handgelenke zu trainieren. Ein paar Wiederholungen ab und zu mal und schon hast du deine Handgelenke wieder so ein bisschen gestärkt. So, das war's rund um die Handgelenke. Ich hoffe, ich konnte dir, liebe Cornelia, und auch allen anderen ein bisschen weiter
helfen, ein paar Tipps geben, die ihr in eurer Praxis umsetzen könnt. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch noch einen wunderbaren Tag. Bis zum Samstag auf der Yogamatte. Namaste.